Er hieß Coco mit dem schwarzen Chapeau und er war ein gesitteter Mann. Aber dann kam Lulu aus dem fernen Bordeaux und das Unglück fing an. Er war im Nu für sie entflammt. An einem Freitag zogen sie zum Standesamt. Tango! In dieses Haus ging er als Junggeselle rein und kam als Ehemann heraus aus diesem Haus, aus diesem Haus. Coco mit dem schwarzen Chapeau. La 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 la. Gitti gitti gitt, cha cha cha. Doch für Coco war Lulu aus Bordeaux der Ruin, denn sie brauchte viel Geld. Und sie sprach zu Coco, dreh ein Ding irgendwo, denn du Geld hast gehört uns die Welt. Er ging zur Bank, noch in der Nacht, und er hat den Safe persönlich aufgemacht. Tango! In dieses Haus, ging er als armer Mann hinein und kam als reicher Mann heraus aus diesem Haus, Coco! Cha-cha-cha. Doch für Coco und Lulu aus Bordeaux war der Goldregenball schon vorbei. Denn es klopfte bei Nacht an der Tür von Coco und ein Mann sprach: Bonsoir, Polizei! Und mit Coco, und mit Coco fuhr man geschwind zu jenem Haus, wo die Gardinen eisern sind. Tango! In dieses Haus geht er als junger Mann hinein und kommt als alter Mann heraus aus diesem Haus, Coco mit dem schwarzen Chapeau. La 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 la.